Hey. Hey, Gregor. Wie war's mit deinem Vater? Habt ihr euch ein bisschen unterhalten? Ja. Ich, entschuldige, ich weiß auch nicht. War's so schlimm? Du bist ja ganz durcheinander. Samia, mit mir kannst du auch reden. Und wenn ich dir helfen kann, dann werde ich das auch. Was ist passiert? Okay, hast recht. Bin wirklich etwas durch den Wind. Ja, aber warum denn? Ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten. Ach, das lass mal meine Sorge sein. Ist doch gut, wenn man sich jemandem anvertrauen kann. Und ich sehe doch, dass du jemanden zum Reden brauchst. Gregor, ich weiß einfach nicht, wie ich mit meinem Vater umgehen soll. Ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Er wollte sich unbedingt mit mir aussprechen, aber ich... Gehen wir irgendwo hin, wo wir uns in Ruhe unterhalten können, okay? Tut mir leid, aber Herr Obote ist nicht auf seinem Zimmer. Na, konnte jetzt der ausnahmsweise einmal pünktlich sein? Ich warte im Salon auf ihn. Sagen Sie ihm das, wenn er kommt. Herr Wachmeier. Kann ich Sie kurz einen Moment sprechen? Frau Obote, habe die Ehre. Und? Haben Sie schon einen Anwalt? Ich brauche keinen. Wieso wollen Sie sich auf einmal nicht mehr scheiden lassen? Ich habe noch mal nachgedacht über die Bedingungen, die mein Mann gestellt hat. Ich beziehe es doch ein super Angebot, was Ihr zukünftiger Ex-Erner da macht. Ich will das nicht, diesen Vermögensausgleich. Ich beziehe es eine einmalige Chance, das Kinders doch nicht ausschlagen. Ich habe mir das wirklich gut überlegt. Sie kann mit einem Schlag steinreich werden, verstehen Sie? Steinreich. Das sagen Sie doch nur, weil Sie damit auch sehr viel Geld verdienen können. Ich bin ausschließlich am Wohl meiner Mandanten interessiert, bitte. Kommen Sie, Herr Pachmeier. Letztlich sind Sie an der Scheidung doch gar nicht so interessiert. Wollen Sie es daheim putzen oder wollen Sie daheim wohnen? Das viele Geld würde meine Beziehung zu Johann kaputt machen. Und von seiner Gesundheit will ich gar nicht reden. Ah, ist er krank? Er hatte einen Schwächeanfall. Okay. Ja, ich muss jede Aufregung von ihm fernhalten. Das ist nicht leicht bei dem Dampfkessel, der explodiert ja wegen jedem Dreck. Deswegen müssen Sie es annehmen. Wieso sagen Sie das? Ja, weil er dann nicht mehr arbeiten muss. Will er aber. Ja, da gartelt halt ein bisschen rum daheim und Madame. Lässt putzen, oder ja, was? Ja, genau, deswegen soll sie es annehmen. Der ganze Stress ist over und alles ist Rotscher. Ach, schon wieder eine Pause? Auch Meisterköche müssen mal verschnaufen. Prost. Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt, Herr Konopka. Ich möchte ein ernstes Thema mit Ihnen besprechen. Öfter mal was Neues. Was gibt's denn diesmal? Ihre Arroganz wird Ihnen gleich vergehen. Schließlich geht es um Missbrauch von Abhängigen. Um was? Ich habe Sie und Auszubildende Preisinger in einem intimen Moment beobachtet. Das war dann nur ein Küsschen auf die Wange. Naja, spielen Sie es nur runter. Mir machen Sie nichts vor. Ich weiß genau, was Sie wollen. Was denn? Wie Preisinger ins Bett kriegen. Also jetzt wird es langsam lächerlich, liebe gute Frau. Weil sie 5% vom Fürstenhof hat und die wollen Sie sich unter den Nagel reißen. Aber glauben Sie mir, das schaffen Sie nicht. Danke für das Kompliment. Welches Kompliment? Sie halten mich für so attraktiv, dass noch 26-Jährige bei mir anbeißen. Aber Sie kennen doch mein Beuteschema. Du hast deinen Vater einfach stehen lassen. Ich konnte einfach nicht anders. Diese sentimentalen Geschichten über mentalen Erinnerungen. Du glaubst, er wollte dich damit manipulieren? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, egal was er sagt oder tut, ich kann ihm sowieso nicht verzeihen, was er mir angetan hat. Ich weiß ja, dass du diesen Viehhändler Kavanga heiraten solltest.
Aber das ist nicht alles, was dich belastet, stimmt's? Ja, stimmt, hast recht. Was ist passiert, als du dich geweigert hast, ihn zu heiraten? Mein Vater hat sich so aufgeregt, er hat das gesamte Dorf gegen mich aufgehetzt. Und die waren alle auf seiner Seite? Mhm. Sie haben mich beschimpft, sie haben gesagt, ich hätte meinen Vater entehrt. Sie haben mich völlig ausgeschlossen, haben kein Wort mehr mit mir geredet. Ich habe mich gefühlt wie eine Aussätzige. Weißt du, Gregor, ich habe meinen Vater immer vertraut. Ich habe ihn immer so bewundert und so geliebt. Und ja, ich wusste, auf ihn kann ich mich immer hundertprozentig verlassen. Und das war auf einem Schlag vorbei. Er hat mich verraten, mein eigener Vater hat mich verraten. Hast du mal versucht, mit ihm drüber zu reden? Ich habe gebettelt. Ich hab geschrien, geweint. Bitte, Vater, zwing mich nicht, diesen Mann zu heiraten. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war die schrecklichste Zeit in meinem Leben. Und als du es nicht mehr ausgehalten hast, bist du weggelaufen. Gekocht? Das ist aber lieb von dir. Als kleine Wiedergutmachung für den dummen Streit. Vera, ich habe nachgedacht. Ich hätte niemals an dir zweifeln dürfen. Ich weiß, du bist eine grundanständige Frau. Da habe ich aber Glück gehabt, dass mein anständiger Mann das einsieht. Komm, lass es dir schmecken. Mahlzeit. Ich habe mir auch was überlegt. So? Was denn? Du hast doch deinen Hof verloren. Ja, und? So ein Biohof mit Pferden und Kühen. Danke. Und glücklichen Hühnern und einem schönen Haus und ein paar Gästezimmern. Davon träume ich. Ich auch. Wäre das nicht toll, wenn wir beide so einen Hof bewirtschaften könnten? Heißt es, du willst den Hof pachten? Pachten? Kaufen. Ja, ich hab kein Geld. Das Geld, das ich durch die Scheidung kriege, das gehört natürlich uns beiden, ist doch klar. Wir könnten uns eine neue Existenz aufbauen. Herrgott, noch mal. Sag mal, denkst du immer nur an dieses verdammte Geld? Ich denke an uns. Ich möchte ein gutes Leben mit dir führen. Ja, und das kannst du mit mir, armen Schlucker, nicht. Doch, schon. Schon, ja. Dann pfeif auf die Millionen. Du bist so stur, dass das Glück klopft an die Tür und du trittst es. Das eine sag ich dir. Wenn du dieses Geld von diesem Obote annimmst, dann kannst du alleine damit glücklich werden. Ohne mich. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Du musst dich für nichts entschuldigen. Ist mir aber total peinlich. Ach, jetzt red keinen Unsinn. Du hast so schlimme Sachen erlebt. Das musste irgendwann raus.